Bernhard Robben ist 1955 im Emsland geboren, hat Germanistik, Geschichte und Philosophie in Freiburg und Berlin studiert und ging nach dem Magisterabschluss als Deutschlehrer nach Nordirland. Seit 1986 ist er als freier Journalist und Übersetzer tätig. Ein Stipendium des British Council führt ihn nach Cambridge und in Oxford war er am Merton College als Fellow tätig. Ich weiß nicht genau, was so einer macht, aber das ist vielleicht Dozent. 1989 bis 1994 hat er als freier Mitarbeiter für die BBC in London gearbeitet, aber schon seit 1992 ist er in Brunne bei Fehr-Berlin in Brandenburg ansässig. Er ist dort verheiratet, hat einen erwachsenen Sohn und war dort auch 8 Jahre lang ehrenamtlicher Bürgermeister. Zahlreiche Übersetzer und Reisestipendien können Sie auf seiner Homepage nachlesen. Die Preise, die er als Übersetzer erhalten hat, hat er aber da unterschlagen. Die habe ich auf Wikipedia gefunden. 2003 wurde ihm der Übersetzerpreis der Kunststiftung des Landes NRW verliehen und 2013 der Heinrich-Maria-Rowohlt-Ledig-Preis, das ist also auch wirklich der renommierteste Übersetzerpreis Deutschlands, für sein literarisches Lebenswerk. Was Sie dann vergessen haben, war, dass das doch erst die erste Hälfte war, oder, Bernhard? Meine Frau war ziemlich erschrocken. Bist du krank? Ich dachte, ich höre jetzt auf. Die Liste der Autoren, die er übersetzt hat, liest sich wirklich eindrucksvoll. Ich habe die Liste der übersetzten Bücher ein einziges Mal für so eine Begrüßung ausgedruckt. Das habe ich dann, die 4 Seiten habe ich dann irgendwie nicht, das habe ich nicht wieder gemacht. Ich beschränke mich jetzt mal auf einige Namen, die er übersetzt, also einige Autoren, die er übersetzt hat. John Banville, John Burnside, Peter Carey, Hanif Qureshi, das ist der mit dem Drachenläufer, ne? Nee. Nee? Nee. Ist der das nicht? Mein wunderbarer Waschsalon und okay. Buddha of Suburbia. Oh, oh, oh. Ja, das sieht man ja mal wieder, die Buchhändlerin mit dem schlechten Gedächtnis. Patricia Highsmith, Ian McEwan, Jason Starr, Vika Svarup, das war aber der Slumdog-Millionär. Ja. Ja. Philip Roth, Salman Rushdie, Rushdie. Und das Lebenswerk, das Gesamtwerk von John Williams. Mit Sicherheit ist der enorme Verkaufserfolg, den die Bücher in Deutschland haben, darin begründet, dass Bernhard Robben es geschafft hat, den außergewöhnlichen sprachlichen Reichtum von John Williams auch in der deutschen Sprache abzubilden. Als Moderator ist er bei allen großen Literaturfestivals eine feste Größe. Da ist die Liste der Autoren und Autorinnen, die er moderiert hat, auch endlos lang. Neben den englischsprachigen Autoren begleitet er aber auch sehr gerne deutsche Schriftsteller und Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Er ist ein besessener Leser mit einer herausragenden Urteilskraft und stets neugierig auf die Begegnung mit Künstlern, auch mit Musikern. Seit einer gemeinsamen Veranstaltung mit Jora Veitmann 2012 ist er regelmäßig bei den Westerwälder Literaturtagen eingeladen. Und für mich ist es jedes Mal schade, wenn wir in einem Jahr nur einen Termin haben. Wir hatten in 2 Jahren auch schon mal 3 Termine und das war schön. Und ich glaube, nächstes Jahr kriegen wir das wieder. Ja, der für mich beste Moderator braucht eigentlich keine Moderation. Ich bin stolz darauf, dass ich hier seine Gesprächspartnerin sein darf. Ich könnte mich auch einfach so dekorativ daneben setzen. Er macht das eigentlich auch alleine. Aber man will natürlich auch ein bisschen über die Sachen sprechen, die man da vorgelesen kriegt. Ja, ich würde dann jetzt zunächst, bevor du was liest, dich bitten, ein bisschen was zu John Williams und seinem Werk zu sagen und danach den ersten Teil zu lesen. Setz dich zu mir, du machst mich sonst nervös. Ja, danke vielmals. Danke für die nicht so peinlich ausgefallene Einführung. Ich hatte schon Angst, was da jetzt alles kommt. Danke. Und danke für Ihr Erscheinen. Ich freue mich sehr, dass Sie so zahlreich da sind. Es kann nicht an mir liegen, Übersetzer locken keinen Hund in dem Ofen hervor. Es muss also an John Williams liegen. Ich habe John Williams nicht kennengelernt. Er ist in den 90er Jahren verstorben an einem Lungenentzündung, aber ich erzähle Ihnen, wie ich auf sein Werk aufmerksam wurde. Mich rief die Lektorin von DTV an und sagte,
Ich habe gerade deine Übersetzung von Ian McEwans Abbitte gelesen und ich will deine Stimme für ein Buch haben. Ich dachte, das ist ganz nett, dass du mich fragst, aber die nächsten 2 Jahre bin ich ausgebucht und habe keine Zeit. Und dann dachte ich, ach, das ist nicht so schlimm, auf dieses Buch wartet keiner. Kennt auch keiner. Ich sagte, was ist es denn? Stoner heißt es, ein amerikanischer College-Roman. Und ich war nicht besonders gereizt. Also einmal waren die amerikanische Literatur ist nicht so mein Schwerpunkt. Ich mache zwar einiges, man kann als Übersetzer nicht überleben, ohne aus dem Amerikanischen zu übersetzen, aber mein Schwerpunkt ist eher die irische und die englische Literatur. Also habe ich das Buch relativ skeptisch aufgeschlagen und das Erste, was ich las, war ein Vorwort von John McGahan und der ist Ire. Da habe ich gedacht, gut, okay. Und ich habe John kennengelernt als sehr sympathischen Mann, der einen Bauernhof in der Mitte von Irland führte. Und ich kannte sein Werk, sein ganzes Werk. Und in seinem ersten Roman beschrieb er, wie er zum ersten Mal als junger Mann nach Cork kommt und vor der Universität steht, die aus einem grünen Gelände sich befindet. Und er steht da und sagte, ich möchte da rein, ich will studieren. Was so gut wie unmöglich schien. Er war der Sohn eines Polizeibeamten, lebte in einer wirklich runtergekommenen Hütte, die es heute noch gibt. Und diese Szene taucht in Stoner, wenn Sie sich erinnern, wieder auf. Der junge Stoner steht das erste Mal vor der Uni und kann gar nicht glauben, dass er da studieren soll. Und das ist genau diese Szene. Und als ich die las, verbanden sich sozusagen diese irische Schiene mit diesem Buch. Und ich hatte sofort auch eine Stimme im Kopf und habe gedacht, das ist eigentlich die Stimme von John McGahan, aber die hilft mir jetzt in dieses Buch rein und Zugang zu finden. Und war sofort begeistert, also von dieser Szene an. Und Sie erinnern sich, die Anfänge sind ja auch erarbeitet auf dem Land. Er ist ein irischer Bauer für mich gewesen. Jemand, dem die Erde mehr sagt als die Eltern oder die Verwandten oder die Freunde. Also er ist jemand, der spürbar mit den Händen in der Erde groß geworden ist. Und diese Kraft sozusagen hat sofort dieses Buch für mich eröffnet. Und dann war es die Sprache. Ian McEwan hat in dem Interview mal gesagt, die Sprache von John Williams ist wie Glas. Und man hat gar nicht das Gefühl, dass es Sprache gibt. Man hat das Gefühl, die Dinge sind unmittelbar gegeben. Es gibt überhaupt kein Medium mehr, das Geschichte, Ereignisse, Bilder, Räume transportiert, sondern beim Lesen hat man den Eindruck, man ist da. Man ist und sieht und riecht und empfindet, ohne sozusagen es über die Sprache vermittelt zu bekommen. Und das war etwas, was mich sofort begeistert hat, wo ich Patricia Reimann dann auch angerufen habe und gesagt, das Buch gebe ich nicht mehr her. Ich will das jetzt machen und ich wollte ihn auch nicht wieder hergeben und habe mich sehr gefreut, dass es weitere Romane gab. Die sind jetzt alle abgegrast. Nichts als die Nacht ist auch fertig und wird jetzt in den nächsten Wochen, Tagen erscheinen. Die allerdings war ganz anders, die Sprache. Das ist sein erster Roman und John Williams ist in Texas groß geworden, aus relativ einfachen Verhältnissen. Sein Vater war, er hielt ihn lange für seinen Vater, sein Stiefvater, der Vater, der biologische Vater, soll ermordet worden sein, heißt es, von einem Wegelagerer. Das ist nie bewiesen worden, aber das Gerücht gibt es. Er ist mit dem Ersatzvater, sozusagen einem Postangestellten, an mehreren Orten in Texas groß geworden, ist in dieser frühen Jugend von Western beeinflusst worden. Die Romane von Zane Grey, manche von Ihnen sagt das vielleicht noch was, das sind diese Heftchen, Western-Heftchen, die man am Kiosk kaufen kann. Die haben ihn schwer beeindruckt, weshalb er dann später Butcher's Crossing schrieb, um einfach einen realistischen Western gegen das anzusetzen, was fiktiv da gemacht wurde.
Er ist in den Krieg eingezogen worden, war in Burma stationiert als Funker und hat zwischen den Einsätzen einen ersten Roman geschrieben, der Nichts als die Nacht heißt und der sehr, sehr stark noch beeinflusst ist von fast impressionistischen Vorgängern, also mit einer blumigen Sprachvielfalt geschrieben, wie er sich das später nicht mehr gestattet hat, weshalb er dann auch gesagt hat, also er hat versucht, diesen Roman zu leugnen, hat gesagt, das ist eigentlich nicht meiner. Und wenn man die gegeneinander hält, sieht man auch sehr, sehr rasch, der späte John Williams, der so präzise, so exakt mit der Sprache umgeht, hätte sich dieses Blumige nie erlaubt. Er hat den Krieg heil überlebt, knapp, ist abgeschossen worden über Burma, ist im Dschungel nur mit Mühe überlebt, zurückgekommen und dann gab es ein Gesetz, Soldaten, die zurückkommen, die dürfen sozusagen aufgrund ihrer Dienste fürs Vaterland studieren und das war sein Zugang zur Uni. Finanziert hat er das Ganze als Radiosprecher, also er muss eine ganz angenehme Stimme gehabt haben und für ihn auch der Vorteil, dass er als Radiosprecher hatte er diese Phone-In-Sendung, also die Leute haben angerufen und er hat deren Probleme gehört und hat also einen engen Kontakt zu ganz vielen Leuten gehabt, was man, wenn man Butcher's Crossing liest oder auch Stoner im Hintergrund hat, kann man da schon Verbindungen ziehen. Er hat dann die Uni nie wieder verlassen. Er hat Gedichte geschrieben, die sind noch nicht übersetzt. Zwei Bände Gedichte, einen auch über sehr frühe Lyrik, Renaissance-Lyrik. Keine römische Lyrik, und hat von einem Freund gehört, der ein Buch schrieb über Liebe und Eros von der Antike bis heute. Und dieser Freund hat ihm von der Tochter von Augustus erzählt, der Julia. Und das war eigentlich die Geburtsstunde von Augustus. Jetzt bist du dran. Ja. Wenn wir jetzt darüber sprechen, ich würde vorschlagen, du steigst ein und liest den ersten Part und wir reden dann über das verbindende Thema und den Aufbau und das Besondere von Augustus. Okay, okay? Gut. Ich fange an mit einem Brief, 13 Jahre vor Christus. Geschrieben hat ihn Gaius Cilnius Mäzenas und er ist gerichtet an Titus Livius. Mäzenas wird einigen von Ihnen etwas sagen. Sein Name wurde Synonym für alle Leute, die Kunst fördern, die Mäzene. Der Mäzen führt sich zurück auf den Namen Gaius Cilnius Mäzenas. Titus Livius war Historiker und seine Geschichte Roms von den mythischen Anfängen bis zur Kaiserzeit von Augustus ist eine der ganz wenigen römischen Geschichten, die auch überdauert haben. Und ich glaube, das ist alles, was es braucht an Einführung. Du hast mich nach den frühen Tagen meiner Verbundenheit mit unserem Herrscher gefragt. Vielleicht solltest du also wissen, dass er die Güte besaß, mich erst vor 3 Tagen in meinem Haus aufzusuchen und sich nach meinem Befinden zu erkundigen, weshalb ich es für angebracht hielt, ihn über deine Anfrage in Kenntnis zu setzen. Er hat gelächelt und mich gefragt, ob ich es denn für geboten halte, einem so hartnäckigen Republikaner wie dir unter die Arme zu greifen, was dazu führte, dass wir über alte Zeiten redeten, wie Männer es nun einmal tun, für die der Herbst des Lebens angebrochen ist. Er erinnert sich noch lebhafter, auch an Kleinigkeiten, als ich selbst, dessen Beruf es doch war, nichts zu vergessen. Schließlich habe ich ihn gefragt, ob er es nicht vorziehe, dir seinen eigenen Bericht über jene Zeit zu schicken, also die Berichte an den Historiker, damit der seine Geschichte schreiben kann. Einen Moment schaute er in die Ferne, dann lächelte er und sagte, nein, noch eher als Dichter und Historiker sollten Herrscher ihre Erinnerungen ruhen lassen. Er bat mich nur, dich herzlich zu grüßen und gab mir die Erlaubnis, dir in allem ohne Unvoreingenommenheit zu schreiben.
Doch wie unvoreingenommen kann ich sein, wenn ich dir von jenen Tagen erzähle? Wir waren jung. Und auch wenn Gaius Octavius, wie er damals noch genannt wurde, gewusst hat, dass er vom Schicksal begünstigt war und Julius Caesar beabsichtigte, ihn zu seinem Adoptivsohn zu erklären, hatten weder er noch ich, weder Marcus Agrippa noch Salvidienus Rufus, die wir seine Freunde waren, eine klare Vorstellung davon, wohin uns dies führen würde. Mir mangelt es an der Unvoreingenommenheit des Historikers, mein Freund. Du magst von Menschen und Armeen berichten können, vom komplizierten Verlauf staatlicher Intrigen, magst Siege und Niederlagen gegeneinander abwägen, Geburten und Tode vermelden und in der schlichten Weisheit deiner Aufgabe doch frei von der schrecklichen Last jener Art des Wissens bleiben, die ich zwar nicht benennen kann, die ich aber im Verlauf der Jahre immer deutlicher zu verstehen meine. Ich weiß, was du von mir willst. Und du verlierst zweifellos bald die Geduld mit mir, weil ich nicht zur Sache komme und dir die Fakten liefere, die du brauchst. Doch vergiss nicht, dass ich trotz meiner Dienste für den Staat ein Dichter bin und daher unfähig, mich irgendeiner Sache auf direktem Wege zu nähern. Mein Freund, ich muss dir gestehen, auch wenn du vielleicht nichts damit anzufangen weißt, dass Octavius bei unserer ersten Begegnung keinen großen Eindruck auf mich machte. Ich hatte gerade den Weg von Arezzo nach Brundisium zurückgelegt, war also 10 Tage auf Reisen gewesen, müde bis auf die Knochen, dreckig vom Staub der Straße und ziemlich gereizt. Ich traf die Gruppe an der Pier, an der wir ausstiegen. Agrippa und Salvidienus unterhielten sich, Octavius stand ein wenig abseits und betrachtete ein kleines, in der Nähe ankerndes Schiff. Sie gaben sich nicht zu erkennen, dass sie mich kommen sahen. Ich sagte, ein wenig zu laut, wie ich fürchte, ich bin Mäzenas, der hierzu stoßen soll, also wer ist wer? Agrippa und Salvidienus betrachteten mich amüsiert und sagten ihren Namen. Octavius drehte sich nicht um, weshalb ich seinem Rücken Arroganz und Geringschätzung anzumerken meinte. Da musst du der andere sein, den man Octavius nennt, rief ich. Da drehte er sich um und ich wusste, wie falsch ich gelegen hatte. Denn sein Gesichtsausdruck verriet eine fast verzweifelte Schüchternheit. Er sagte, ja, ich bin Gaius Octavius, mein Onkel hat mir von dir erzählt. Dann lächelte er, hielt mir die Hand hin, hob den Blick und sah mich zum ersten Mal an. Wie du weißt, ist schon viel über diese Augen geschrieben worden, meist in schlechten Reimen und in noch schlechterer Prosa. Ich fürchte, er hat die Metaphern oder was auch immer längst satt, die sie zu beschreiben versuchen, auch wenn es einmal eine Zeit gegeben haben mag, in der er eitel Gefallen daran fand. Aber sie waren, selbst damals, wirklich ungewöhnlich klar, durchdringend, markant, mehr blau als grau, obwohl man eher an Licht als an Farbe dachte. Siehst du? Jetzt fange ich auch noch damit an. Ich habe zu viele von den Gedichten meiner Freunde gelesen. Vielleicht bin ich einen Schritt zurückgewichen. Ich weiß es nicht. Jedenfalls war ich verblüfft. Also wandte ich mich ab und mein Blick fiel auf das Schiff, das Octavius betrachtet hatte. Ist das der Kahn, der uns rüberbringen soll? Fragte ich und spürte, wie sich meine Laune ein wenig besserte. Es war ein kleines Handelsschiff, gut 15 Meter lang, mit faulendem Bugholz und geflickten Segeln, von dem Gestank aufstieg. Agrippa wandte sich an mich. Was anderes gibt es nicht, wurde uns gesagt. Er deutete ein Lächeln an. Ich vermute, er fand mich snobistisch, denn ich trug meine Toga und an den Fingern mehrere Ringe, während sie nur ihre Tunika anhatten, frei von allem Schmuck. Der Gestank ist unerträglich, sagte ich. Ernst, setzte Octavius hinzu. Ich glaube, der Kahn soll eine Ladung Pökelfisch nach Apollonia bringen.
Einen Moment blieb ich still, da musste ich lachen. Wir alle lachten und wir waren Freunde. Vielleicht sind wir klüger, wenn wir jung sind, auch wenn die Philosophen dies gewiss bestreiten, aber ich schwöre dir, von diesem Augenblick an waren wir Freunde. Und dieser Moment närrischen Lachens knüpfte ein Band, das stärker als alles war, was uns später verbinden sollte. Siege oder Niederlage, Treue oder Verrat, Trauer oder Freude. Doch die Tage der Jugend vergehen und ein Teil von uns vergeht mit ihnen, um niemals wiederzukehren. Auf unserem Weg zu einem Schicksal, das wir uns damals nicht vorzustellen vermochten, setzten wir also nach Apollonia in einem stinkenden Fischkutter über, der bei der kleinsten Welle ächzte und sich so schief legte, dass wir uns festhalten mussten, um nicht über Deck zu rollen. Stell dir, sofern du es vermagst, vier Jugendliche vor, die mir längst fremd geworden sind, ohne Kenntnis von ihrer Zukunft und sich selbst, auch ohne Kenntnis über jene Welt, in der sie leben sollten. Einer von ihnen, Markus Agrippa, ist hochgewachsen und muskulös, sein Gesicht fast das eines Bauern, kräftige Nase, schwere Knochen, eine Haut wie neues Leder, sprödes, dunkelblondes Haar und raue, beinahe rötliche Bartstoppeln. Sein Gang ist so ungeschlacht wie der eines Ochsen und er ist 19 Jahre alt, dennoch nicht frei von einer gewissen Anmut. Er spricht gerade heraus, langsam, bedächtig, ohne zu verraten, was er fühlt. Wäre nicht der Bart, man sähe ihm nicht an, wie jung er noch ist. Der Nächste, Servidienus Rufus, ist so dürr und flink wie Agrippa, stämmig und solide, so schnell und leichtfüßig wie Agrippa, langsam und zurückhaltend, das Gesicht hager, die Haut hell, die Augen dunkel. Er lacht gern und lindert die Schwermut, die uns anderen zusetzt. Er ist der Älteste, aber wir lieben ihn, als wäre er unser jüngerer Bruder. Und den Dritten? Bin ich das? Den sehe ich noch undeutlicher als all die anderen. Kein Mensch kennt sich selbst, noch weiß er, wie er auch nur auf seine Freunde wirkt. Doch stelle ich mir vor, dass sie mich ein wenig albern fanden, damals, an jenem ersten Tag und wohl auch noch später. Ich gebe zu, ich trug damals gerne ein bisschen dick auf. Aber ich fand, einem Dichter stehe das zu. Ich kleidete mich prunkvoll, tataffektiert und hatte aus Arezzo einen Diener mitgebracht, dessen einzige Aufgabe darin bestand, sich um meine Frisur zu kümmern. Bis meine Freunde sich so gnadenlos darüber lustig machten, dass ich ihn nach Italien zurücksandte. Und der Letzte war jener, der damals Gaius Octavius hieß. Wie soll ich von ihm erzählen? Ich kenne die Wahrheit nicht, nur meine Erinnerungen und kann daher bloß wiederholen, dass ich ihn für deutlich jünger hielt, obwohl ich selbst kaum 2 Jahre älter war. Du weißt, wie er jetzt aussieht und im Grunde hat er sich nicht verändert, nur ist er heute der Herrscher der Welt. Und davon muss ich absehen, wenn ich erkennen will, wie er damals war. Ich schwöre dir, ich, dessen Dienst für ihn darin bestand, in die Herzen seiner Freunde wie seiner Feinde zu schauen, ich habe nicht geahnt, was aus ihm werden würde. Ich hielt ihn für einen unbedarften Jüngling, mehr nicht, die Züge zu zart für Schicksalsschläge, die Stimme zu sanft, um jene harschen Worte auszusprechen, die ein Anführer sagen muss. Ich fand, aus ihm könne ein müßiger Gelehrter werden, ein Literat. Ich nahm nicht einmal an, dass er die Energie besäße, Senator zu werden, worauf ihm Name und Wohlstand ein Anrecht gaben. Dies waren jedenfalls die Jugendlichen, die an jenem frühen Herbsttag an Makedoniens adriatischer Küste in Apollonia an Land gingen, damals im Jahr des 5. Konsulats von Julius Caesar. Fischerboote schaukelten im Hafen, Menschen winkten, Netze lagen zum Trocknen über Felsen gespannt und Holzhütten säumten die Straße zur Stadt, die erhöht nahe einer Ebene lag, die sich weit ausdehnte, ehe abrupt die Berge anstiegen.
Jetzt geht es weiter mit einem Auszug aus Notizen für ein Tagebuch von einem dieser Freunde, nämlich von Quintus Salvidienus Rufus, der sich diese Anmerkung gemacht hat, weil er später mal ein Tagebuch schreiben wollte. Nachmittag. Die Sonne strahlt, es ist warm, 10, 12 Offiziere und wir selbst auf einem Hügel mit Blick hinab auf die Manöver der Kavallerie im Gelände. Staub steigt in Wolken auf, wenn die Pferde galoppieren und wenden, Rufe, Gelächter und Flüche schallen aus der Ferne heran, übertönen das Donnern der Hufe. Bis auf Mäzenas sind wir alle auf dem Exerzierfeld und ruhen uns nun aus. Ich habe die Rüstung abgelegt, mein Kopf ruht darauf, Mäzenas sitzt mit dem Rücken an einem schlanken Baumstamm gelehnt, in makelloser Tunika, die Frisur intakt. Agrippa steht an meiner Seite, Schweiß überströmt, Beine wie Steinsäulen. Octavius neben ihm, der schmale Körper, zittert noch von den Anstrengungen. Man merkt immer erst, wie schmächtig er ist, wenn er neben jemandem wie Agrippa steht. Das Gesicht blass, das glatte, schweißdunkle Haar klebt an seiner Stirn. Octavius lächelt, zeigt auf etwas unterhalb von uns. Agrippa nickt. Wir alle fühlen uns wohl. Es hat seit einer Woche nicht geregnet. Es ist wärmer geworden. Wir genießen unsere Fertigkeiten und bewundern das Geschick der Soldaten. Ich schreibe diese Worte rasch, da ich nicht weiß, wann ich wieder Gelegenheit und Muße dazu finde. Ich will alles festhalten. Die Reiter auf dem Feld verschnaufen, die Pferde grasen. Octavius sitzt neben mir und schubst im Spaß meinen Kopf von der Rüstung. Wir lachen und genießen den Augenblick. Agrippa lächelt uns an und reckt sich, in der Stille knarzt das Leder seines Brustharnischs. Hinter uns hören wir Mäzenas Stimme, hoch, dünn, ein wenig affektiert, weibisch fast. Jungen, die Soldaten spielen, sagt er, wie unsäglich trist. Agrippa, die Stimme tief, bedächtig und mit jenem Ernst, der so viel verbirgt. Wenn du es über dich bringen könntest, deinen voluminösen Allerwertesten, von jenem behaglichen Ruheort zu erheben, auf welchen er sich gerade platziert hat, würdest du vielleicht feststellen, dass es noch andere Vergnügungen als jene gibt, denen du dich hingibst. Octavius, vielleicht könnten wir die Parther überreden, ihn zu ihrem General zu machen. Das würde unsere Aufgabe in diesem Sommer sehr vereinfachen. Mäzenas seufzt schwer, steht auf und kommt zu uns herüber. Trotz seines Gewichtes ist er überraschend leichtfüßig. Er sagt, während ihr euch diese vulgären Darbietungen hingebt, habe ich an einem Gedicht gearbeitet, das ein aktives mit einem kontemplativen Leben vergleicht. Die Weisheit des einen kenne ich, die Narreteien des anderen habe ich beobachtet. Octavius Ernst. Mein Onkel riet mir einmal, die Dichter zu lesen, ihre Werke zu lieben, sie zu nutzen, ihnen aber niemals zu trauen. Dein Onkel, sagt Mäzenas, ist ein weiser Mann. Weiteres Geplänkel, wir verstummen, das Feld hat sich nahezu geleert, die Pferde wurden in die Ställe am Rande des Platzes geführt, jenseits des Feldes nähert sich aus Richtung der Stadt ein Reiter in vollem Galopp. Träge schauen wir ihm zu. Er erreicht das Feld, hält aber nicht an, überquert es in rasender Eile, wankt im Sattel, ich will etwas sagen, aber Octavius wirkt wie erstarrt. Da ist etwas in seinem Gesicht. Wir sehen, wie dem Pferd Schaum vom Maul fliegt. Octavius sagt, ich kenne den Mann. Er gehört zum Haushalt meiner Mutter. Er hat uns fast erreicht, sein Pferd wird langsamer, der Reiter gleitet aus dem Sattel, stolpert, taumelt auf uns zu, hält etwas in der Hand. Einige Soldaten sind aufmerksam geworden, mit halbgezogenen Schwertern rennen sie zu uns, sehen aber, wie erschöpft der Mann ist und dass ihn allein sein Wille antreibt. Er hält Octavius etwas hin und krächzt, hier, hier, ein Brief. Octavius nimmt ihn, hält ihn,
und bleibt einige Augenblicke lang reglos stehen. Der Bote sackt in sich zusammen, dann richtet er sich wieder auf, den Kopf zwischen den Beinen. Nur sein röchelnder Atmen ist zu hören. Gedanken verloren, mustere ich das Pferd und sage mir, dass es zu Schande geritten ist und noch vor dem nächsten Morgen sterben wird. Octavius hat sich nicht bewegt. Alle sind still. Langsam rollt er schließlich den Brief auf und liest, sein Gesicht bleibt unbewegt. Er sagt immer noch nichts. Nach langem Schweigen hebt er den Kopf und dreht sich zu uns um. Sein Gesicht ist jetzt weiß wie Marmor. Er drückt mir den Brief in die Hand. Ich werfe keinen Blick darauf. In dumpfem, flachem Ton sagt er, mein Onkel ist tot. Wir begreifen nicht, was er sagt. Sehen ihn nur blöd an. Seine Miene ändert sich nicht. Aber er spricht erneut und die Stimme, die aus ihm dringt, ist laut, heiser und voll verständnislosem Schmerz wie das Blöken eines Ochsen, dessen Kehle am Opferaltar durchschnitten wird. Julius Caesar ist tot. Nein, sagt der Gripper, nein. Metzners Gesicht hat sich gestrafft, wie ein Falke schaut er Octavius an. Meine Hand zittert so sehr, dass ich nicht entziffern kann, was da geschrieben steht. Ich raffe mich zusammen. Meine Stimme klingt mir fremd in den Ohren. Laut lese ich, an den Iden des März wurde Julius Caesar von seinen Feinden im Senat ermordet. Weitere Einzelheiten sind nicht bekannt. Die Menschen toben wie wild durch die Straßen. Niemand weiß, was als nächstes geschieht. Womöglich schwebst du in großer Gefahr. Ich kann jetzt nicht weiterschreiben. Deine Mutter fleht dich an, gut auf dich aufzupassen. Der Brief war in großer Eile geschrieben worden. Man sieht Tintenkleckse. Die Schrift wirkt krakelig. Ich schaue mich um, weiß nicht, was ich fühle. Eine Leere. Die Offiziere haben einen Ring um uns gebildet. Ich blicke einem der Männer in die Augen. Er verliert die Fassung und ich höre ein Schluchzen. Ich denke daran, dass dies eine der wichtigsten Legionen Caesars ist und er für die Veteranen wie ein Vater war. Endlich regt sich Octavius. Er geht zu dem Boten, der auf der Erde sitzt, das Gesicht schlaff vor Erschöpfung. Octavius kniet neben ihm, die Stimme sanft. Weißt du etwas, was nicht in dem Brief steht? Der Bote sagt, nein, Herr, und will sich erheben. Aber Octavius legt ihm eine Hand auf die Schulter und sagt, ruh dich aus. Richtet sich dann wieder auf und spricht einen der Offiziere an. Sorgt dafür, dass man sich um diesen Mann kümmert und ihm ein anständiges Quartier gibt. Dann wendet er sich an uns drei, die wir eng zusammengerückt sind. Wir unterhalten uns später. Erst muss ich nachdenken. Erst muss ich darüber nachdenken, was das hier bedeutet. Er streckt eine Hand nach mir aus und ich verstehe, dass er den Brief haben will. Sobald er ihn hat, wendet er sich von uns ab. Der Ring der Offiziere öffnet sich für ihn und er geht den Hügel hinunter. Lange sehen wir ihm nach, eine schlanke, jungenhafte Gestalt, die über das verlassene Feld geht, langsam, mal hierhin, mal dorthin, als versuchte sie, den richtigen Weg zu finden. Später, große Verwirrung im Lager, als die Kunde von Caesars Tod sich verbreitet, wilde Gerüchte, die man kaum glauben mag. Streit brandet auf, der rasch geschlichtet wird, ein paar Faustkämpfe, die zügig unterbunden werden. Einige Veteranen, die ihr Leben lang in der einen oder anderen Legion gekämpft haben, manchmal auch gegen Männer, die jetzt ihre Kameraden sind, blicken voll Verachtung auf dieses Chaos und gehen ihrer Arbeit nach. Octavius ist immer noch nicht zurück von seiner einsamen Wacht auf dem Feld. Es wird dunkel. Danke. Die beiden ersten Bücher, Butcher's Crossing, 19. Jahrhundert, die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts, Stoner, ein bisschen spiegelverkehrt sind die beiden Helden da. Und dann gibt es einen riesigen Sprung zurück in die Antike. Gibt es da ein gemeinsames Thema, einen verbindenden roten Faden in den drei Büchern?
Ja und nein. Also es wird gerne gesagt, dass die Bücher von John Williams sich lesen, als wären alle vier Bücher von vier verschiedenen Autoren. Kann ich verstehen. Das erste, wie gesagt, ist ein Sonderfall, das lasse ich jetzt mal raus, wegen der Sprache. Alle drei anderen Bücher verbindet die Sprache. Und für mich war das Überraschende, dass ich einen Roman wie Stoner übersetze und dann in den Wilden Westen gehe und sofort wieder bei Stoner bin, sofort wieder bei John Williams bin, die Sprache, den Ton sofort wieder im Ohr habe, den ich für die Übersetzung brauche. Es ist ja jetzt sozusagen eine Frage, die man auf viele Weisen beantworten kann. Ich kann sie als Übersetzer beantworten und sagen, die Sprache ist für mich ähnlich und das ist etwas, was diese Bücher für mich verbindet. Wenn ich jetzt über den Inhalt rede, rede ich ja quasi als Kritiker und nicht mehr als Übersetzer. Und das kann ich nur versuchen. Ich war früher ja auch mal Journalist. Für mich sind sie überraschend ähnlich. Es sind immer junge Männer, es sind immer biografische Romane, es sind alle drei Romane, die letztlich zeigen, wie Männer mit Idealen einer Geschichte ausgesetzt werden, Ereignissen, Geschehnissen ausgesetzt werden und sie darum kämpfen, um ihre Ideale kämpfen und sich fragen, was davon kann ich in mein Leben retten? Und das ist einmal die Uni, der Kampf, den Stoner an der Uni gegen seinen gegnerischen Professor hat, der ihm das Leben zur Hölle macht. Das ist in Augustus der Kampf mit dem Staat, dem Apparat, den Feinden, die er sich ausgesetzt sieht. Er ist am Anfang ja eigentlich ein Silly Boy, glaube ich, heißt er. Foolish Boy, sagt Cicero im Original über ihn. Also man hält ihn für einen dummen Jungen, der all diese mächtigen Feinde besiegen muss, um dann tatsächlich Herrscher werden zu können. Und in Butcher's Crossing ist es die Natur letzten Endes, gegen die er sich zu Wehr setzt. Wer von Ihnen es gelesen hat, es gibt so eine ganz schöne Passage, da lernt er eine Prostituierte kennen und kann nicht mit ihr schlafen. Will vielleicht, sie möchte, dass er das Bett mit ihr teilt, aber er kann nicht und sie sagt, aber du bist so jung, noch so zart, deine Haut ist noch so weich. Und wenn du wiederkommst von der Büffeljagd, dann wirst du ganz anders sein. Und genau das ist es. Also er ist dann später, teilt er das Bett mit ihr, seine Haut ist ganz schwielig. Er ist auch jemand anders geworden, ist ein anderer Mensch geworden nach diesem Massaker, das sie unter den Büffeln angerichtet haben. Und letztlich geht es immer um diese Art der Veränderung. Also was bleibt, wenn wir uns dem Leben aussetzen? Was können wir von dem behalten, mit dem wir als Jugendliche gestartet sind? Und wie weit können wir uns, wenn wir alt sind, können wir unserem jugendlichen Ich sozusagen noch gegenübertreten und sagen, hast du gut gemacht, ist okay. Und ich glaube, bei Augustus ist es am ausgeprägtesten, weil einmal auch am längsten, am meisten von ihm erzählt wird und weil er am Ende in Briefform quasi, in autobiografischer Form selbst zur Sprache kommt. Und damit ist das Thema ganz deutlich gegeben. Also am Ende meines Lebens, er ist 76, am Ende meines Lebens, er weiß, dass er bald stirbt, was ist von dem geblieben, was ich wollte? Und es gab immer wieder Momente, am Anfang die Freundschaft, die hier so beschrieben wird, die ihm so wahnsinnig wichtig ist. Nur wenige Monate später, Cicero war ein Lehrer für ihn, war ein wichtiger Mensch für ihn. Wenige Monate später trifft sich das künftige Triumvirat zum ersten Mal. Er wird also zu einem der drei wichtigsten Männer Roms. Es werden Todeslisten aufgesetzt und Ciceros Name taucht auf und er lässt es zu. Er lässt zu, dass Cicero einen grauenhaften Tod stirbt. Das sind unglaubliche Veränderungen, unglaubliche Preise, die der Mann zahlt. Julia ist, kommen wir bestimmt noch drauf, ein weiterer Preis, den er zu zahlen hat. Was davon ist also geblieben? Was davon hat sich gelohnt? War es das alles wert? Der ganze dritte Teil ist, es ist ja aus seiner Perspektive erzählt, sehr selbstkritisch und ich meine, da hört man auch sehr viel John Williams heraus. Ja, natürlich. Ja. Was das Buch jetzt mal rein formal von den beiden ersten unterscheidet, ist halt, hier ist eine Erzählerperspektive von außen, während er hier diese Briefromanform gewählt hat.
Und das ist so erstaunlich, weil jeder Charakter spricht für sich. Es sind ja nicht nur Briefe. Und das meiste ist ja fiktiv, das kann man sich gar nicht vorstellen. Man denkt immer, ja, ist alles bis auf so ein paar ganz wenige extra auch kursiv gesetzte Zitate, die aus seiner eigenen, er hat eine Vita geschrieben, die dann in Metall gemeißelt wurde und Les heute Geste, noch am Augustus-Ausstellungszentrum in Rom hängt. Daraus gibt es Zitate, aber ganz wenige. Also man glaubt es aber nicht. Also man kann sich einfach sehr gut vorstellen, dass die Menschen damals so geschrieben und auch so gedacht haben. Dadurch wird das alles so unmittelbar. Man braucht keine Erklärung, wer wie war. Wenn zum Beispiel Mäzenas beschrieben wird, er selbst schreibt, da beschreibt er sich ja auch selbst. Wir erfahren das aber auch noch mal aus anderer Perspektive von Rufus, wie sie sich lustig machen über seine, etwas, heute würden wir sagen, tuntige Art. Ja? Das ist also eine ganz große Kunst und ein ganz... Also es hat es auch so leicht gemacht, es zu lesen, fand ich. Was ich erstaunlich finde, ist, dass dieser Roman Anfang der 70er Jahre geschrieben wurde. Ne? Weil er unglaublich modern ist in dieser Komposition. Er ist eigentlich wie ein Spiegelkabinett. Alles, was erzählt wird, wird immer wieder auch von einer anderen Stimme, nochmal von einer anderen Perspektive geschildert. Sodass man selbst das Gefühl hat, einen dreidimensionalen Text zu haben. Ne? Weil die Geschichte kennt man ja schon und plötzlich bekommt man einen ganz neuen Aspekt von einer anderen Seite. Und im Brief von Augustus wird all das, was man sicher zu wissen glaubte, nochmal ganz grundsätzlich in Frage gestellt. Und vieles von dem, was man meinte, jetzt als Sicherheit annehmen zu können, wird wieder in Frage gestellt und bleibt unsicher. Aber wir sind schon wieder sozusagen auf dem kritischen Wege. Damit es nicht so lang wird, könntest du einfach kurz erzählen, warum jetzt, ich werde gleich ein Stück Julia lesen, warum die vier nach Christus sozusagen aus der Vergangenheit, aus einer Zeit zurückblickend schreibt, warum sie da ist, wo sie ist, was passiert ist. Das heißt, dass man erfährt das ja auch. Ich wollte gerade sagen, das erfahren wir gleich aus der Lesung. Ich sage jetzt etwas, was man nicht wissen kann, wenn man das Buch liest. Es gibt einen Roman, der heißt Spartacus und ist geschrieben von, jetzt brauche ich meinen Flüsterer. Ich komme gleich wieder auf den Namen. Eben hatte ich ihn noch, jetzt ist er wieder weg. Sehr bekannter Autor, der hat, als er an diesem Roman arbeitete, sich monatelang gefragt, diese Kämpfer in den Arenen, die diese kurzen Röckchen tragen, wie wir sie alle aus Filmen kennen, aus den sogenannten Sandalenfilmen, hatten die eigentlich Unterwäsche an? Was trugen Gladiatoren unter diesen kurzen Röcken? Etwas? Gar nichts? Er hat Monate gebraucht, um die Antwort rauszufinden. Im ganzen Roman taucht es nicht auf. Es wird nicht beantwortet, was sie darunter tragen. Aber dieses Bemühen, wissen zu wollen, was letztlich gar nicht wichtig wird für den Roman, das hat mich auch angetrieben. Ich bin mit diesem Roman nach Rom gefahren und habe mir ein billiges Zimmer genommen und habe dann in Rom an der Übersetzung gearbeitet. Und mich haben Fragen geplagt, wie... Wenn da steht, Augustus verlässt sein Haus und geht zum Senat, wo ist er dann lang gegangen und wie lange dauert es eigentlich? Also wie weit ist er gegangen, wie lange war er unterwegs? Es gibt eine sehr schöne Szene, die wir leider nicht vorlesen, da trifft er seine Kinderfrau, seine Amme, die Hirtia. Das ist auf dem Weg und ich habe gedacht, wo mag das gewesen sein? Also bin ich... Vormittags habe ich übersetzt, nachmittags dann los und habe erstmal das Haus von Augustus gesucht. Das gibt es wieder, wird gerade renoviert, hätte ich beinahe gesagt, instand gesetzt wieder. Deswegen konnte ich nicht rein, aber ich stand vor der Tür und dann habe ich gesagt, so, von hier ist er losgegangen. Wie weit ist es bis zum Senat? Es ist überraschend kurz, 400 Meter, 500 Meter, mehr ist das nicht. Also muss er auf dieser kurzen Strecke die Hirtia getroffen haben. Der Senat selbst ist irrsinnig klein.
Also wenn man sich überlegt, dass das, was für ein Weltreich das war. Dieses Gebäude ist ein Witz. Also dieses hier ist viel größer. Also das war der Senat, der Mittelpunkt der damaligen Welt. Dann wird, ich habe es eben schon erzählt, Cicero grausam ermordet. Und das heißt dann, sein abgeschlagener Kopf und seine abgeschlagenen Hände, also der Kopf, der sich die Bosheiten ausdachte und die Hände, die sie schrieben, die hat man ihm abgeschlagen und hat sie auf das Rostrum genagelt. Ich meine, was ist denn das Rostrum? Also nachmittags wieder los und das Rostrum steht heute noch vor dem Senat. Also wenn die vor dem Senat stehen, linke Seite ist das Rostrum. Sieht aus, etwa tischhoch, aber 5-mal so lang, aus Ziegelstein gemauert und hatte früher so Delfinköpfe, glaube ich, waren das. Und an diesen Köpfen hingen Kundmachungen der Stadt, also des Senats, irgendwelche Befehle, Anrufe oder sonst was. Und auf diesem Rostrum hat Cicero seine Reden gehalten. Wenn er sozusagen, er hat ja für die Republik gekämpft und Augustus hat auf seine Weise ja gegen die Republik gekämpft und ein Kaiserreich errichtet. Die beiden waren also naturgemäß quasi Feinde. Und auf diesem, und dann stand ich plötzlich vor diesem immer noch existierenden Rostrum. Also Sie können gar nicht glauben, wie nah einem dieses Buch dann kommt. Oder man übersetzt eine Szene, Augustus spielt Würfel im Circus Maximum. Nachmittags geht man zum Circus Maximum und sagt, wo war jetzt wohl seine Tribüne oder seine Kabine oder was auch immer, wo er da gesessen hat. Nichts davon ist wichtig. Also ich denke nicht, dass es in irgendeiner Wortwahl etwas entschieden hat. Und trotzdem glaube ich, dass sich sozusagen die Energie, die man mit dem Buch dann verbindet, in einer nicht festmachbaren Weise auf das Buch überträgt. Das wollte ich erzählen, weil das etwas ist, was nur der Übersetzer erzählen kann. Ja. Und jetzt kommen wir zu Julia und da gibt es eine Pause, glaube ich. Ne? Gut. Ich glaube, ich drehe das jetzt mal, dann brauche ich das Bitte. Andere. Mich auch noch. Geht das so? Ja. Das Tagebuch der Julia, Pandateria 4 nach Christus. Ich hatte 3 Ehemänner, keinen habe ich geliebt. Ohne zu wissen, worauf ich hinaus wollte, schrieb ich gestern Morgen diese Worte und überlege seither, was sie bedeuten. Ich weiß nicht, was sie bedeuten sollen. Ich weiß nur, dass ich mir die Frage erst spät in meinem Leben und zu einer Zeit stellte, als es nicht länger darauf ankam. Die Dichter behaupten, die Jugend sei der Tag des fiebrigen Blutes, die Stunde der Liebe, der Augenblick der Leidenschaft. Und mit dem Alter kämen die kühlenden Bäder der Weisheit, die das Fieber heilten. Die Dichter irren. Ich habe die Liebe erst spät erlebt, als ich sie nicht mehr begreifen konnte. Die Jugend ist ignorant, ihre Leidenschaft lebensfern. Mit 14 Jahren wurde ich an meinen Vetter Marcellus verheiratet, den Sohn Octavias, Schwester meines Vaters. Vielleicht lässt sich meine Ignoranz, wenn nicht gar die Ignoranz aller Frauen, allein schon daran ermessen, dass ich eine solche Ehe damals völlig normal fand. Seit ich mich erinnern konnte, hatte Marcellus mit den übrigen Kindern von Octavia und Livia zu unserem Haushalt gehört. Ich war mit ihm aufgewachsen, kannte ihn aber nicht. Heute, fast 30 Jahre später, habe ich kaum eine Erinnerung daran, wie er war oder wie er ausgesehen hat. Er war groß gewachsen, glaube ich, und auf oktavianische Weise blond. Ich erinnere mich allerdings sehr wohl an den Brief, in dem mein Vater mich über die geplante Trauung informierte. Ich erinnere mich an den Ton, daran, dass ich seine Worte lasen, als schriebe er einer Fremden, geschraubt und steif, was sonst gar nicht seine Art war. Er schrieb aus Spanien, wo er sich seit fast einem Jahr darum bemühte, die Grenzaufstände niederzuschlagen. Ein Feldzug, auf den Marcellus ihn begleitete, obwohl er damals erst 17 Jahre alt war. Von Marcellus' Tapferkeit und Treue überzeugt und bemüht darum, seine Tochter der Obhut eines Mannes anzuvertrauen, dessen Bedeutung außer Frage stünde, habe er beschlossen, dass diese Ehe in meinem besten Interesse und dem unserer Familie liege. Er wünschte mir Glück, bedauerte, dass er selbst nicht nach Rom kommen könne, um eine angemessene Rolle in der Zeremonie zu übernehmen, und schrieb, er habe seinen Freund Marcus Agrippa gebeten, ihn zu vertreten.
Livia werde mir im Einzelnen erklären, was man des Weiteren von mir erwarte. Mit 14 Jahren fand ich sei eine Frau, so war es mir auch beigebracht worden. Ich hatte unter Athenodorus studiert, war die Tochter eines Kaisers und sollte verheiratet werden. Ich legte eine recht gewandte, lässige Attitüde an den Tag, glaube ich, bis Gewandtheit und Lässigkeit mir fast zur Gewohnheit wurden. Ich hatte keine Ahnung von der Welt, die ich betreten sollte. Und Marcellus blieb ein Fremder. Er kehrte aus Spanien zurück und wir redeten miteinander, reserviert, wie wir es immer getan hatten. Die Vorbereitungen für die Hochzeit schritten voran, als spielten wir beide keine Rolle in unserem Schicksal. Heute weiß ich natürlich, dass dem genauso war. Und da wird jetzt ein großer Sprung gemacht. Es geht aber weiter in Tagebuch. Sie hatte 3 Männer, keinen hat sie geliebt, aber den letzten, Tiberius, hat sie gehasst. Es ist Herbst auf Pandateria. Bald werden die Winde aus dem Norden über dieses kahle Eiland hinwegfegen. Sie werden klagend um die Felsen pfeifen und das Haus, in dem ich wohne, wird, obwohl aus Stein gebaut, unter jeder Bö zittern, während das Meer mit jahreszeitlicher Wucht ans Ufer schlägt. Nichts ändert sich hier, außer den Jahreszeiten. Meine Mutter schreit immer noch unsere Dienerin an und scheucht sie unermüdlich umher. Doch scheint sie mir seit dem letzten Monat ein wenig kraftloser geworden zu sein. Ich frage mich, ob sie auch auf dieser Insel sterben wird. Falls ja, dann, weil sie sich dafür entschied. Mir selbst bleibt keine Wahl. Fast 2 Monate habe ich kein Wort mehr in mein Tagebuch geschrieben. Ich dachte, ich hätte mir nichts mehr zu sagen. Heute aber bewilligte man mir einen weiteren Brief aus Rom und er enthielt Neuigkeiten, die Erinnerungen an jene Zeit weckten, in der ich noch gelebt habe. Also rede ich erneut in den Wind, der meine Worte mit geistloser Sturmeskraft davonträgt. Nachdem ich über Iulus Antonius geschrieben hatte, fand ich, es sei der passende Moment, die Eintragungen in diesem Tagebuch zu beenden, das sich in die Länge zu ziehen scheint. Denn obwohl mich Iulus Antonius für gut ein Jahr wahrhaft lebendig werden ließ, überantwortete er mich doch auch meinem langsamen Tod auf Pandateria, wo ich meinen Dahinsiechen zuschauen kann. Ich frage mich, ob er geahnt hat, was geschehen würde, aber darauf kommt es nicht an. Ich kann ihn nicht hassen. Selbst in dem Augenblick, in dem ich wusste, dass er uns beide vernichtet hatte, konnte ich ihn nicht hassen. Und so muss ich doch noch etwas aufschreiben. Während des Konsulats von Marcus Plautius Silvanus sowie Octavius Caesar dem Erhabenen wurde ich, Julia, Tochter des Kaisers, vor dem in Rom zusammenkommenden Senat des Ehebruchs angeklagt und somit der Verletzung jener Ehe- und Ehebruchsgesetze, die mein Vater 15 Jahre zuvor erlassen hatte. Mein Kläger war mein Vater. Er ließ sich in allen Einzelheiten über meine Vergehen aus, nannte die Namen meiner Liebhaber, die Orte der Vergehen, die Daten. Im Großen und Ganzen stimmten die Details, auch wenn er ein paar unwichtige Namen ausließ. Er führte Sempronius Gracchus an, Quinticus Crispinus, Appius Pulcher, Cornelius Scipio und Iulus Antonius. Er schilderte rauschhafte Bacchanale auf dem Forum und Orgien, auf eben jenem Rostrum, von dem herab er die Gesetze verkündet hatte. Er sprach davon, dass ich Bordelle aufgesucht hätte und deutete damit an, ich hätte mich aus perverser Lust jedem Pfeil geboten, der mich haben wollte. Und er beschrieb meine Besuche in jenen vermeintlich widerwärtigen Thermen, die gemischte Bäder gestatten und damit allerlei Zügellosigkeit förderten. Seine Schilderungen waren übertrieben, doch enthielten sie genügend Wahrheit, um sie überzeugend klingen zu lassen. Zum Schluss forderte er, man möge mich in Übereinstimmung mit den julianischen Gesetzen aus dem Stadtbereich Roms verbannen, um dann den Senat aufzufordern, er solle mich ins Exil auf die Insel Pandateria schicken, wo ich den Rest meines Lebens verbringen und über meine Laster nachsinnen könne. Falls sich die Geschichte dereinst überhaupt an mich erinnert, dann wird sie mich deswegen in Erinnerung behalten. Nur wird die Geschichte, wie so oft, nicht die Wahrheit kennen. Mein Vater wusste über meine Affären Bescheid. Sie mochten ihm Kummer bereitet haben, aber er wusste Bescheid. Er verstand meine Gründe und tadelte mich deswegen nicht allzu sehr. Er wusste auch von meiner Liebe zu Iulus Antonius und ich glaube fast, er hat sich für mich gefreut.
während des Konsulats von Marcus Plautius Silvanus sowie Octavius Caesar dem Erhabenen, wurde ich ins Exil verbannt, damit man mich in Rom nicht wegen Hochverrats verurteilen konnte. Es ist Herbst auf Pandateria und es war Herbst in Rom an jenem Nachmittag vor 6 Jahren, als mein Leben zu Ende ging. Seit 3 Tagen hatte ich nichts mehr von Julius Antonius gehört. Briefe, die ich ihm nach Hause schickte, kehrten ungeöffnet zurück. Dienstboten wurde der Zutritt verweigert, weshalb sie sich verwirrt an mich wandten. Ich versuchte mir vorzustellen, was jene, die verliebt sind, sich dann meist vorstellen. Doch gelang es mir nicht. Ich wusste, irgendetwas stimmte hier nicht. Und was nicht stimmte, war ernsthafter als das, was ein eifersüchtiger Liebhaber heraufbeschwören mag, um seine Geliebte zu betören und zu quälen. Aber ich versichere, ich hatte keine Ahnung, was da gespielt wurde. Ich hatte auch keinen Verdacht. Vielleicht weigerte ich mich sogar, einen Verdacht aufkommen zu lassen. Ich wurde nicht misstrauisch, als am Nachmittag des 3. Tages ein Bote mit 4 Wachposten vor meiner Tür auftauchte, um mich zu meinem Vater zu bringen. Ich begriff selbst die Bedeutung der 4 Wachposten. Ich dachte nur, sie seien zu meinem Schutz da. Man trug mich in meiner Sänfte über das Forum und die Via Sacra, vorbei am Kaiserpalast und den kleinen Hügel hinauf, zum Haus meines Vaters auf dem Palatin. Es lag fast vollständig verlassen da. Und als mich die Wachen über den Hof zum Arbeitszimmer meines Vaters begleiteten, wandten sich die wenigen anwesenden Diener von mir ab, als ob sie sich fürchteten. Ich glaube, erst da begann ich zu ahnen, dass mich Schlimmes erwartete. Als man mich ins Zimmer geleitete, stand mein Vater da, als hätte er mich erwartet. Er bedeutete den Wachen zu gehen und sah mich lange an, ehe das erste Wort fiel. Aus irgendeinem Grund musterte ich ihn mehrere Sekunden lang aufmerksam. Vielleicht wusste ich am Ende doch Bescheid. Sein Gesicht war zerfurcht, müde Fältchen umfächerten die hellen Augen. Doch im Halbdunkel des Zimmers sah das Gesicht so aus wie jenes, an das ich mich aus meiner Kindheit erinnerte. Schließlich sagte ich, was hat das zu bedeuten, warum hast du mich herbringen lassen? Da trat er vor und küsste mich sanft auf die Wange. Du darfst nie vergessen, sagte er, dass du meine Tochter bist und dass ich dich geliebt habe. Ich brachte kein Wort heraus. Mein Vater ging an den kleinen Tisch in der Ecke des Zimmers und stützte sich mit dem Rücken zu mir darauf ab. Dann richtete er sich auf und sagte, ohne sich zu mir umzudrehen, du kennst einen gewissen Sempronius Gracchus? Das weißt du doch, erwiderte ich, du kennst ihn auch. Hattest du ein Liebesverhältnis mit ihm? Vater! Da wandte er sich zu mir um, im Gesicht ein solcher Schmerz, dass ich den Anblick nicht ertrug. Er sagte, du musst mir antworten, bitte, du musst. Ja, sagte ich. Und Appius Pulcher? Ja. Und Quinticus Crispinus und Cornelius Scipio? Ja. Und Julius Antonius? Und Julius Antonius, erwiderte ich, die anderen sind unwichtig, die waren Dummheiten, aber du weißt, dass ich Julius Antonius liebe. Vater seufzte. Mein Kind, sagte er, dies hier hat mit Liebe nicht das Geringste zu tun. Wieder kehrte er mir den Rücken zu, nahm einige Papiere vom Tisch und reichte sie mir. Ich warf einen Blick darauf und meine Hände begannen zu zittern. Ich hatte die Schriftstücke nie zuvor gesehen. Einige waren Briefe, andere Diagramme. Dann wieder schien es sich um Zeitpläne zu handeln. Und schließlich las ich Namen, die ich kannte, meinen eigenen, den von Tiberius, von Julius Antonius, Sempronius, Cornelius und Appius. Und da wusste ich, warum ich zu meinem Vater bestellt worden war. Hättest du diese Papiere aufmerksam gelesen, sagte mein Vater, wüsstest du, dass es eine Verschwörung gegen die Regierung in Rom gibt und dass man als erstes deinen Mann Tiberius Claudius Nero ermorden will. Ich brachte kein Wort heraus. Hast du von der Verschwörung gewusst? Keine Verschwörung, sagte ich. Nein, es gibt keine Verschwörung. Hast du mit irgendeinem dieser Freunde über Tiberius gesprochen? Nein, sagte ich, vielleicht beiläufig. Es ist ja kein Geheimnis, dass du ihn hasst. Ich schwieg einen Moment. Ja, dass ich ihn hasse. Hast du über seinen Tod geredet? Nein, nicht so, wie du meinst. Vielleicht habe ich mal gesagt, zu Julius Antonius, sagte mein Vater. Was hast du zu Julius Antonius gesagt? Ich hörte, wie meine Stimme zitterte, also versuchte ich mich zu fassen und sagte so klar und deutlich, wie ich konnte,
Julius Antonius und ich wollten heiraten. Wir haben von Heirat geredet. Und es ist gut möglich, dass ich dabei auch gesagt habe, ich wünsche mir Tiberius Tod. Du hättest einer Scheidung ja doch nicht zugestimmt. Nein, bekannte er traurig, das hätte ich nicht. Mehr nicht, sagte ich, mehr habe ich nicht gesagt. Du bist die Tochter des Kaisers, sagte mein Vater und schwieg einen Moment. Dann fuhr er fort, setz dich, mein Kind, und dirigierte mich zu dem Sofa neben dem Tisch. Es gibt eine Verschwörung, sagte er, daran besteht kein Zweifel. Deine Freunde, die ich dir gerade genannt habe, sowie noch ein paar andere. Und du bist darin verwickelt. Ich weiß nicht, inwieweit und ich weiß nicht, welche Schuld dich trifft, aber du bist darin verwickelt. Julius Antonius, sagte ich, wo ist Julius Antonius? Das kann warten, sagte er und fragte dann, hast du gewusst, dass man nach der Ermordung von Tiberius auch ein Attentat auf mich geplant hat? Nein, sagte ich, niemals, das glaube ich nicht, das kann nicht stimmen. Es stimmt, antwortete mein Vater, ich will hoffen, dass sie dich nicht eingeweiht haben, dass sie es wie einen Unfall hätten aussehen lassen, wie eine plötzliche Krankheit oder etwas derartiges, aber es wäre dazu gekommen. Das habe ich nicht gewusst, sagte ich. Du musst mir glauben, dass ich das nicht gewusst habe. Er berührte meine Hand. Ich will hoffen, dass du nichts gewusst hast. Du bist meine Tochter. Julius, sagte ich. Er hob eine Hand. Warte. Wenn ich nur der Einzige wäre, der Bescheid wüsste, wäre das kein Problem. Ich könnte verhindern, dass es bekannt würde und entsprechende Maßnahmen ergreifen. Aber ich bin nicht der Einzige. Dein Mann, bei ihm klang es wie ein obszönes Schimpfwort, dein Mann weiß genauso viel wie ich, vielleicht noch mehr. Er hatte einen Spion im Hause des Julius Antonius und wurde von ihm auf dem Laufenden gehalten. Tiberius plant nun, die Verschwörung im Senat aufzudecken und durch seine Vertreter einen Prozess anzustrengen. Einen Prozess wegen Hochverrats. Und er will eine Armee ausheben und nach Rom zurückkehren, um mich und die römische Regierung gegen die Feinde zu schützen. Du weißt, was das bedeutet. Es bedeutet, dass du deine Macht verlieren könntest, sagte ich. Und es könnte wieder Bürgerkrieg bedeuten. Ja, antwortete mein Vater, und noch mehr. Es würde deinen Tod bedeuten. Dein Tod wäre so gut wie unausweichlich. Und ich bin mir nicht sicher, ob es in meiner Macht stünde, ihn zu verhindern. Das fiele unter die Angelegenheiten des Senats und da dürfte ich mich nicht einmischen. Also bin ich verloren, sagte ich. Ja, sagte mein Vater, aber noch bist du nicht tot. Ich ertrüge es nicht zu wissen, dass ich deinen Tod vor deiner Zeit zugelassen habe. Man wird dir nicht wegen Hochverrats den Prozess machen. Ich habe einen Brief aufgesetzt, den ich dem Senat vorlese. Man wird dich nach meinen Ehegesetzen wegen Ehebruchs anklagen und dich aus der Stadt Rom und all ihren Provinzen verweisen. Es ist die einzige Möglichkeit, die einzige, dich und Rom zu retten. Er lächelte ein wenig, doch konnte ich sehen, dass seine Augen feucht waren. Weißt du noch, dass ich dich immer mein kleines Rom genannt habe? Ja. Und wie es jetzt scheint, hatte ich recht. Dein Schicksal könnte auch das Schicksal Roms sein. Julius Antonius, sagte ich, was wird mit Julius Antonius? Wieder berührte er meine Hand. Mein Kind, sagte er, Julius Antonius ist tot. Er hat sich heute Morgen das Leben genommen, als er unwiderlegbar erfuhr, dass die Verschwörung aufgedeckt worden ist. Ich konnte nichts sagen, brachte dann aber hervor. Ich hatte gehofft. Ich werde dich nicht wiedersehen, sagte mein Vater. Ich werde dich nicht wiedersehen. Das ist jetzt egal, sagte ich. Er schaute mich noch einmal an, Tränen stiegen ihm in die Augen und er wandte sich ab. Gleich darauf kamen die Wachen ins Zimmer und führten mich fort. Ich habe meinen Vater seither nicht mehr gesehen. Soweit ich weiß, spricht er nicht einmal mehr meinen Namen aus. Man kann sich so richtig so ein römisches Gelage vorstellen. Man isst Trauben, trinkt Wein und nein. Ich denke nur an Trauben essen und Wein trinken. Wir haben gerade die unglückliche Julia gehört. Ja. Denkst du, dass sie John Williams sehr am Herzen gelegen hat, so als Person in diesem Roman? Ich hatte ja schon erzählt, dass sie sozusagen ausschlaggebend für diesen Roman war. Als er von ihr erfuhr und davon, was Augustus sich gezwungen sah, ihr anzutun, nämlich sie zu verbannen, damit er ihr Leben retten kann. Das war der Beginn des Romans. Und
Viele von Ihnen werden Stoner kennen, die Parallelen zu dem kleinen Mädchen von Stoner sind auch überraschend. Also irgendwas ist da, was Ihnen sozusagen, was die Energiequelle dieses Romans ausmacht, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Ich habe in dem Buch gefühlte 1000 Mal das Wort Macht gelesen. Macht, Macht, Macht. Und je mehr ich davon gelesen habe, desto mehr ist mir das so entglitten. Es gibt so, ich meine, es gibt ja Definitionen. Ne? So Macht hat man, wenn man anderen seinen Willen aufzwingen kann. Oder es gibt auch in dem Buch sehr viele, nicht Definitionen von Macht, aber sehr viele Äußerungen zu dem Thema. Die erste, die mir aufgefallen ist, dass einer der Freunde sagt, nur wer die Macht verachtet, kann sie so geschickt gebrauchen, wie Octavius das tut, Augustus das tut. Und Julia macht sich auch sehr viel Gedanken über Macht. Die kann zum Beispiel überhaupt nicht verstehen, warum ihr Vater das nicht genießt. Wenn man ihr Leben liest oder ihr Tagebuch liest, fragt man sich aber, was sie jetzt daran genossen hat. Am Schluss lebt sie dann da auf dieser Insel und sagt, sie wartet in einem, ach das ist so schön, sie wartet, ich muss jetzt wirklich suchen. Sie wartet in einer machtfreien Welt, in der nichts wichtig ist. Vorher war sie immer nur Spielball und alles war wichtig. Sie wurde ja 3-mal verheiratet, immer mit einem potenziellen Nachfolger und immer ging es darum, Macht. Die Macht zu erhalten. Macht abzusichern, genau. Ja. Ist dir das Thema so aufgestoßen, da dieses Machtthema? Das ist ja neu, denn das spielt ja in den anderen Büchern nicht so eine große Rolle. Auch das ist wieder eine Frage, die sich eher an mich als Leser richtet. Und ich glaube, der Übersetzer ist ein sehr gründlicher Leser von den Büchern, die er macht. Die Frage war für mich nicht im Vordergrund. Ich versuche es aber mal zu beantworten, soweit ich es verstanden habe, war für Julia die Macht was Erotisches. Für Augustus nicht. Für Augustus war sie instrumentell. Er hat sie eingesetzt und er hat überlegt, was er machen muss, um die Ziele zu erreichen, die er erreichen will. Aber die Macht hat ihn überhaupt nicht interessiert. Es gibt eine Szene, da sieht man ihn im Circus Maximus Würfel spielen. Der spielt um minimale Beträge, Pfennige. Und da ist er mit ganzer Leidenschaft dabei. Da zeigt er so viel Leidenschaft wie kaum sonst im Buch, außer im Verhältnis zu Julia. Wir sprechen über den Mann, dem die ganze damalige Welt unterstand. Und der fiebert, ob dieses Pferd gewinnt oder ob der Kämpfer gewinnt, weil er dann 20 Pfennig gewonnen hat. Ne? Also das war seine Leidenschaft. Macht war etwas, was man gebraucht, was funktionieren muss, was für ihn eingesetzt werden muss. Und bei Julia war das anders. Julia hat Macht, glaube ich, schon, also ihre Stellung am Hofe, sowohl für ihre erotischen Liebesspielchen gebraucht. Sie hat ja, nachdem sie ihre Pflicht erfüllt hatte mit diesen 3 Ehen, hat sie eine längere Reise in den heutigen Nahen Osten gemacht und nach Griechenland und hat da Riten und Rituale kennengelernt, die sehr viel mit freier Liebe zu tun hatten. Und da hat sie die auch für sich entdeckt. Und deswegen, als sie dann zurückkam, hat sie so richtig, ich glaube, heute würde man sagen, die Sau rausgelassen. Sie hat alles gemacht. Sie hat Partys gemacht. Sie hat Drogen genommen. Sie hat Sex mit unendlich vielen Männern gehabt. Sie hat sich sogar prostituiert. Also hat sich verkauft für jeden, der sie haben wollte. Das war etwas, was für sie, für ihre Ich-Findung, würde man heute sagen, unglaublich wichtig war. Und dafür war die Macht natürlich auch ein Hilfsmittel, um das zu erreichen. Und die Macht selbst auszuüben, wiederum hatte eine erotische Qualität, was man an einigen Stellen ziemlich gut sieht. Soweit ich als Leser, nicht ich als Übersetzer, das kann ich nicht sagen. Aber was mir sozusagen, was zu meinen ureigenen Aufgaben, na eigentlich auch nicht, aber was ich
mir herausgenommen habe, war zum Beispiel Fehler zu korrigieren. Man darf nicht vergessen, dieses Buch wurde 1972 geschrieben, es gab noch keinen Google. Das heißt, der hat in unendlich vielen Bibliotheken gearbeitet und jede seiner, das sind ja alles fiktive Texte, aber wo unendlich viele Ereignisse vorkommen, die historisch belegt sind. Und all das musste er seinerseits wiederum belegen. Er musste ja sozusagen sicher sein, dass diese Schlacht da stattgefunden hat. Meine Aufgabe als Übersetzer ist es dann, da gibt es eine berühmte Schlacht und da treffen sich die Heere im Nebel und dann gibt es einen Sumpf und dann gibt es Angriff und Taktik und Strategien. Und ich habe Pläne gewälzt, wo war welcher Zug, welche Abteilung, welchen Heeres hat von wo aus angegriffen, zu welcher Tageszeit konnten die da sein, wie schnell haben die sich dahin bewegt. Nur um einen Satz, der mir nicht klar war. Ich konnte ihn ja nicht mehr fragen. Das heißt, ich habe dann die Heeresstrategien nachvollziehen müssen, um vielleicht ein Wort richtig übersetzen zu können. Das fand ich absolut faszinierend. Oder ich habe Pandateria. Wenn man das übersetzt, dieses schwarze Vulkangestein, was sie beschreibt, die Blicke. Wo liegt diese Insel eigentlich? Sie heißt nicht mehr Pandateria. Das war das Hauptproblem für mich, bis ich herausgefunden habe, dass sie Ventotene heißt. Und ist eine Insel nordöstlich von Sizilien. Dann fliegt man heutzutage mit Google Earth drüber weg und guckt sich das an, wie diese Insel aussieht. Wachsen da Bäume, wachsen keine, wenig, wachsen nur Büsche. Ist es noch bewohnt, ist es nicht mehr und solche Sachen. Das, wie gesagt, alles vielleicht auch nur Spielerei, aber trotzdem etwas, was mir wichtig war, um mich auch mit einiger Sicherheit durch den Text bewegen zu können. Ja? Eine Stadt wird erwähnt im Original, nicht in der Übersetzung. Die wurde erst im 11. Jahrhundert gegründet. Das konnte er nicht wissen. Wahrscheinlich wurde dieser Beleg, also für ihn gab es diese Stadt seit 900 Jahren. Ich kann mit zwei Mausklicken rausfinden, das ist diese Stadt. Und das steht dann wirklich auch in der Stadtgeschichte drin, wer sie gegründet hat. Und die haben wir dann stillschweigend ersetzt. Den Zusammenfluss von Elbe und Donau habe ich auch rausgenommen. Ich dachte irgendwie, das fällt bestimmt irgendwem auf. Also das sind mehr so Kleinigkeiten, die man als Übersetzer dann wahrnimmt. Und ich habe ja nur begrenzt Möglichkeiten, auf den Text selbst Einfluss zu nehmen. Der ist ja gegeben und ich darf ihn nicht verändern. Aber das ist das Wenige, was ich dann sozusagen beisteuern kann und das Hauptsächliche, was ich beisteuere, ist der Ton. Ich habe mich eben schon darüber unterhalten. Ich musste auch das große Latinum machen und es war für mich eine Quälerei, weil es meinem Lateinlehrer immer nur darum ging, dass ich richtig übersetze. Das ist mir heutzutage relativ wurscht, muss ich sagen. Also es gibt Übersetzerpolizisten im Feuilleton. Die sagen dann, die Übersetzung von Bernhard Robben ist ausgezeichnet, nur scheint er nicht begriffen zu haben, dass der Genitiv auf Seite 179 und damit wird die Übersetzung abgeurteilt. Die Qualität einer Übersetzung hat mit einzelnen Fehlern nichts zu tun. Und der Herr oder die Dame beweist damit nur, dass sie vom Übersetzen überhaupt keine Ahnung hat. Es geht nicht um einzelne Fehler. Es geht darum, dass so etwas wie ein Ton geschaffen wird und durchgehalten wird, glaubwürdig für den Leser durchgehalten wird. Jeder Leser verzeiht den ein oder anderen Druckfehler und verzeiht den ein oder anderen inhaltlichen Fehler, den ich mache. Aber er wird mir nie verzeihen, wenn ich den Ton nicht getroffen habe. Das Buch wird nicht gelesen werden. Und für mich war dieses Problem hier besonders schwierig, weil ich immer die Lateinübersetzungen aus dem Unterricht im Kopf hatte, die präzise sein mussten, aber sowas von fürchterlich anzuhören waren. Also kein Ohr, kein linguistisch geschultes, sprachlich geschultes Ohr möchte Lateinübersetzungen haben. Und trotzdem sind sie da. Sie sind auch im Original, im englischen Original da. Und die Frage ist immer, wie. Also man muss dieses Echo zulassen, aber man darf nicht zu nah ran. Man darf nicht zu genau werden, sondern muss sozusagen sich immer wieder die Freiheit nehmen, einen Schritt zurückzugehen und zu sagen,
da steht jetzt das und das und das. Das habe ich auch so übersetzt, aber ich gehe jetzt mal ein Stück weiter davon weg und dann wird es auch ein deutscher Text. Ja? Sonst wird es ein englischer Text und ein englischer Text mit einem lateinischen Echo ist so ziemlich das Schlimmste, was man auf Deutsch fabrizieren kann. Ja? Also das waren für mich wirklich ganz, ganz spannende Fragen. Und da kann ich auch spielen und arbeiten und was machen. Und wir als Leser dürfen uns dann darauf ausruhen und uns dann mit den Aussagen sozusagen beschäftigen. Zum Beispiel mit dieser Lebensbilanz, die Augustus am Ende zieht, die wirklich absolut beeindruckend ist, wobei man dann die ersten Zweifel hat, während man vorher immer denkt, ja, so haben die wahrscheinlich gedacht. Das ist alles immer plausibel. Das ist ein Panoptikum und jeder hat einen eigenen Ton. Alles ist plausibel. Und aber am Ende, als es dann um Augustus geht, da fragt man sich, hat der wirklich so gedacht? Hat er wirklich so eine Bilanz gezogen, so eine kritische am Ende seines Lebens? Nein. Wir wissen es nicht. Das, also für mich sehr sicher, dass er das nicht gemacht hat. Und das ist... Hier beseitigt. Ich glaube, nicht Wahnsinn. Oh. Danke. Es war die Rettung eines Insekts. Gut. Und unsere Rettung vor dem Insekt. Ja. Ich würde vorschlagen, dass du jetzt eine dritte Passage liest, die, wenn ich mich recht entsinne, nochmal so etwa 40 Jahre nach Augustus Tod. Ja, Augustus ist 16 nach Christus gestorben und diese Passage ist 55 nach Christus. Mein bestimmtes Nein eben geht darauf zurück, dass es sowas wie das bürgerliche Ich, das hier spricht, im römischen Zeiten nicht gab. Das ist eigentlich erst viel später entstanden, Renaissance und später. Deswegen ist das ein moderner Text, es ist ein moderner Mann, dem wir aber die Rolle des Augustus abnehmen, weil wir gerade 400 Seiten in seiner Nähe oder in seinem Umfeld verbracht haben. Und deswegen finde ich das auch akzeptabel, das Buch damit zu enden. Irgendwas fiel mir gerade noch ein, ist es wohl wieder weg? Ja. Wenn es kommt, sage ich ihm Bescheid, ich lese es jetzt einfach mal. Das ist ein Brief von Philippus von Athen an Lucius Annaeus Seneca. Seneca, der Philosoph und Lehrer des künftigen Kaisers Nero. Und Philippus von Athen hat es wirklich gegeben. Er war Arzt und Leibarzt von Augustus in seinen letzten Tagen. Damals war er noch jung. Und er wird von Seneca gefragt, erzähl mir doch mal, wie war das, als Augustus im Sterben lag. Du bittest mich, dir von jenen Tagen zu schreiben, über die wir bei unseren allzu wenigen Begegnungen geredet haben. Meine kurze Bekanntschaft mit Kaiser Augustus. Gern komme ich deiner Bitte nach. Wie du weißt, war ich nur wenige Monate der Leibarzt von Octavius Caesar, doch befand ich mich während dieser Zeit stets in seiner Nähe, war ihm meist sogar so nah, dass ich sein Rufen gehört hätte. Und ich war auch an seiner Seite, als er starb. Ich weiß bis heute nicht, warum er mich erwählte, ihm während jener Monate zu Diensten zu sein, von denen er wusste, dass es seine letzten waren. Es gab viele berühmtere und erfahrenere Ärzte. Außerdem war ich damals gerade einmal 26 Jahre alt. Dennoch hatte er sich für mich entschieden. Und auch wenn ich es in meiner Jugend nicht begriff, vermute ich heute doch, dass er mich gern gehabt hat auf jene seltsame, distanzierte Art, die ihm zu eigen war. Ich konnte während seiner letzten Tage eigentlich nicht viel für ihn tun. Trotzdem sorgte er dafür, dass man mich nach seinem Tod zu einem reichen Mann machte. Nach einer gemächlichen, mehrere Tage dauernden Fahrt, die von Ostia nach Süden führte,
gingen wir in Capri an Land und obwohl seine Kräfte offenkundig nachließen, war er nicht so unhöflich, die Menge zu ignorieren, die ihn erwartete. Er unterhielt sich mit vielen Leuten und begrüßte sie mit Namen, musste sich aber immer wieder auf meinen Arm stützen, wenn ihn die Schwäche überkam. Da die meisten Bewohner Capris Griechen sind, redete er mit ihnen in ihrer Sprache, entschuldigte sich dabei aber gelegentlich für seinen deutlichen Akzent. Schließlich war es genug, er verabschiedete sich von seinen Nachbarn und wir machten uns auf den Weg zur kaiserlichen Villa, die einen bemerkenswerten Ausblick auf die nur wenige Meilen entfernte Bucht von Neapel bietet. Ich redete ihm zu, sich ein wenig auszuruhen und er schien dem gern nachzukommen. 4 Tage blieben wir auf Capri. Meist saß der Kaiser ruhig da und schaute aufs Meer oder zur italienischen Küste im Osten, ein stilles Lächeln im Gesicht. Gelegentlich nickte er leicht, als hätte er sich an etwas erinnert. Er ließ uns dann wissen, dass er nach Nola gebracht werden wolle, wo er als Kind eine Zeit lang gewohnt hatte. Da es bis dahin nur 18 Meilen waren, stimmte ich zu, und in den frühen Morgenstunden trafen wir in seinem alten Wohnsitz ein. Ich wusste, dass ein Ende nahte, also ließ ich einen Boten nach Benevento schicken, wo sich Livia seit mehreren Tagen mit ihrem Sohn aufhielt. Entsprechend der Anweisungen des Kaisers machte ich deutlich, dass er Tiberius nicht zu sehen wünschte, auch wenn er nichts dagegen einzuwenden hatte, wenn später verbreitet würde, dass Tiberius in seinen letzten Stunden an seiner Seite weilte. Am Morgen des Tages, an dem er starb, sagte er zu mir: Es ist nahe, Philippus, oder? Etwas in seinem Benehmen verbot es mir, ihm etwas vorzumachen. Das kann man nie mit Gewissheit sagen, erwiderte ich, aber ja, es ist nahe. Er nickte bedächtig. Dann muss ich meinen letzten Verpflichtungen nachkommen. Mehreren Bekannten, ich glaube, er hatte damals niemanden mehr, den er einen Freund genannt hätte, war zu Ohren gekommen, wie schlecht es um ihn stand, weshalb sie sich eilends auf den Weg nach Nola gemacht hatten. Er empfing sie, sagte leb wohl, ermahnte sie, ihren Teil zu einer geordneten Machtübergabe beizutragen. Außerdem drängte er sie, Tiberius bei seiner Amtsnachfolge zu unterstützen. Als einer von ihnen hemmungslos zu weinen begann, herrschte er ihn verstimmt an. Ich finde es unhöflich, dass du weinst, wenn ich zufrieden bin. Dann wollte er mit Livia allein sein, doch als ich Anstalten machte, den Raum zu verlassen, bat er mich zu bleiben. Während er sich mit Livia unterhielt, konnte ich sehen, wie rasch ihn die Kräfte verließen. Er machte eine Handbewegung, sie kniete sich hin und küsste ihn auf die Wange. Dein Sohn, sagte er, dein Sohn. Tiberius. Er atmete röchelnd mit schlaffem Kiefer, dann raffte er sich zu einer letzten Anstrengung auf. Wir haben uns nichts zu vergeben, sagte er. Wir hatten eine Ehe und sie war besser als die meisten. Darauf sank er in die Kissen und ich eilte an seine Seite. Er atmete noch, Livia strich ihm über die Wangen, blieb noch einen Moment, dann ging sie hinaus. Kurz danach riss er plötzlich die Augen auf und sagte zu mir: Philippus, meine Erinnerungen, jetzt nützen sie mir nichts. Dann schien sich sein Verstand zu verwirren, denn er rief mit einem Mal: die Jugend wird es vor sich hertragen. Ich legte eine Hand auf seine Stirn, er sah mich noch einmal an, zog eine Braue hoch und lächelte. Dann wurden diese erstaunlich blauen Augen trüb. Sein Leib zuckte und er sank zur Seite. So verschied Gaius Octavius Caesar, genannt Augustus, im Jahr des Konsulats von Sextus Pompeius und Sextus Apuleius am 19. August um 3 Uhr nachmittags. Er starb in demselben Raum, in dem auch schon sein leiblicher Vater, Octavius der Ältere, 72 Jahre zuvor gestorben war. Nur wenige Wochen nach seinem Tod starb auch Julia, seine Tochter.
in ihrem Exil in Reggio. Ihr war die Rückkehr aufs Festland erlaubt worden. Es ging das Gerücht, Kaiser Tiberius, ihr früherer Ehemann, habe ihr gestattet, sich zu Tode zu hungern. Ob das stimmt, vermag ich nicht zu sagen, aber das kann wohl niemand, der heute noch am Leben ist. Es gehört für die jüngeren Bürger schon seit bald 30 Jahren anscheinend zum guten Ton, mit einiger Herablassung über die lange Regentschaft von Octavius Caesar zu reden. Und er selbst fand gegen Ende seines Lebens, dass all sein Wirken vergebens gewesen sei. Und doch hat das Römische Reich, das er schuf, die Brutalität eines Tiberius überdauert, die monströsen Grausamkeiten eines Caligula und die Unfähigkeit eines Claudius. Heute aber ist unser neuer Kaiser jemand, den du als Jungen unterrichtet hast und dem du in seinem neuen Amt zur Seite stehen wirst. Lass uns daher dankbar dafür sein, dass er im Lichte deiner Weisheit und Tugend regieren wird, und lass uns zu den Göttern beten, dass Rom unter Kaiser Nero endlich den Traum des Octavius Caesar erfüllen möge. Dieser Wunsch ist nicht so ganz in Erfüllung gegangen, aber für mich auch die Zeile, wo der Roman plötzlich ganz und gar in die Gegenwart kippte. Und wenn ich das erläutern sollte, würde ich sagen, wir haben in einem Jahr erlebt, was jemand wie Erdogan aus der Türkei macht, in einem Jahr erlebt, was jemand wie Trump aus Amerika macht. Man stelle sich vor, jemand wie Trump sei jemand wie Augustus, was dann passieren würde. Also man merkt plötzlich, ein Mann kann wirklich unendlich viel machen. Und was man auch vergisst, weil man diesen Augustus plötzlich so sympathisch findet, ist, dass er tatsächlich die Republik abgeschafft hat. Er hat auch eine Diktatur geschaffen, ein Kaisertum. Also er ist sozusagen der Gegensatz zu Trump und doch auf seine Weise ein Erdogan und Trump. Und das macht es ganz, ganz fürchterlich, wenn man das liest. Sorry, das musste ich noch nachschieben. Ja, mit dem Satz zu enden, also da lacht man natürlich erstmal laut auf, ja. Ne? Wenn man die Geschichte nicht ein bisschen kennen würde, würde man sagen, das ist jetzt aber mal ein Cliffhanger. Ja, es geht leider weiter. Bevor ich würde dann gerne die Möglichkeit geben, dir noch Fragen zu stellen. Die Mitveranstalter sitzen hier schon und scharren mit den Hufen. Ich wollte nur ganz kurz vorher noch, damit es nicht ganz untergeht, was sagen. Wenn Ihnen Bernhard Robben jetzt als Vortragender gefallen hat, er würde Ihnen garantiert auch als Moderator gefallen, wenn Sie Gelegenheit haben. Er kommt am 14. Oktober nach Köln und moderiert dort Salman Rushdie. Und am 16. Daniel Kehlmann. Und am 16. Daniel Kehlmann, ja. Rushdie ist natürlich noch ein bisschen spannender. Ich bin, ich stelle mir vor, Sicherheitsvorkehrungen wahrscheinlich ohne Ende. Nicht mehr. Nein. Nicht mehr. Nein, 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 nein. Sehr gut. Also es hält sich sehr in Grenzen. Ich gebe Ihnen nur den Tipp, wenn Sie dahin wollen, es gibt ab der 22. Reihe noch ein paar Karten. Aber wenn Ihnen das nicht gelingen sollte, haben Sie am 26. April 2018 die Gelegenheit, die 17. Westerwälder Literaturtage mit uns in Wissen im Kulturwerk zu eröffnen. Da moderiert Bernhard die Autorin Natascha Wodin, die eine Romanbiografie über ihre Mutter geschrieben hat, die Zwangsarbeiterin gewesen ist. Und das knüpft im Kulturwerk auch an die letzte Nachtschicht an, wo es auch um Zwangsarbeit ging. Insofern haben wir da eine ganz tolle Veranstaltung im Rahmen der Industriekultur. Also 26. April, können Sie schon mal in das blaue Heft schreiben, dass, wenn das nächste Heft rauskommt. Aber jetzt würde ich euch das Wort geben. Möchtet ihr? Ja, wir haben ein Mikrofon. Also vielen Dank, Herr Robben, dafür, dass Sie uns die Stimme von John Williams so lebendig dargelegt haben. Es gibt immer wieder Fälle, wo Übersetzer oder schlechte Übersetzungen die Rezeption eines Werkes, sei es ein literarisches Werk, poetisches Werk, wissenschaftliches Werk, verhindern können. Aber es gibt umgekehrt auch
die glücklichen Fälle, und wir haben das heute Abend gehört, oder die, die ihre Übersetzung schon gelesen haben, wissen das, wo Übersetzer eigentlich auch nochmal zur Rezeption beitragen können und auch nochmal Werke neu erschließen können. Und also ich sitze, glaube ich, an meinem 136. Roman, irgendwas. Das heißt, man gewinnt irgendwann eine gewisse Routine, aber es gibt eine Faustregel für mich. Ich habe später einen festen Satz von Seiten, die ich pro Tag machen muss. Die lege ich fest. In der ersten Woche ist es frei. Wenn ich eine Seite mache, ist es okay. Wenn ich eine halbe Seite mache, wäre es auch okay. Das gilt, dieser Seitensatz gilt erst nach einer Woche. Und in dieser ersten Woche suche ich nach dem richtigen Ton. Und das geht, also meine Frau, wie gesagt, könnte Ihnen sehr viel darüber erzählen, weil das eine Umwälzung ist. Also wenn ich aus diesem irischen Buch komme, wo ich Slang spreche, wo ich Dialekt spreche, wo ich die Sprache im Deutschen sehr weit runterbrechen muss, mit Rotwelsch arbeite, mit Gaunersprachen, mit Berliner Dialekt der 20er Jahre arbeite, das ist ja was ganz, ganz anderes. Man aktiviert auch ein ganz anderes Sprachvokabular, als wenn ich, was mache ich gerade zur Zeit, ich habe einen Roman, der wieder in Rom spielt, den ich aber hier übersetze, ein Maler in Rom in den 70er und 80er Jahren. Eine völlig andere Sprache. Und es richtet sich alles damit aus. Also ich nehme die Zeitung anders wahr. Ich lese andere Artikel in der Zeitung. Ich gucke mir im Fernsehen andere Sendungen an. Wenn ich was über Bauern übersetze, dann interessiert mich plötzlich Landwirtschaft, was mich sonst nie interessiert. Oder Sport, wenn ich einen Sportler habe, was ich zum Glück nicht habe. Oder ich nehme im Moment viel über Kunst war und setze mich mit Kunst im 19. Jahrhundert auseinander, oder im 20. Jahrhundert auseinander. Das heißt, es gibt sozusagen, man fängt mit der ersten Seite an, mit dem ersten Absatz, aber es verändert sich alles im Gefüge, im Alltag, in Wahrnehmungen. Ich lese andere Bücher. Ich lese auch Bücher, die ich dann eventuell brauche, weil sie sozusagen ein Vokabular öffnen. Wir haben ja alle ganz viele Vokabulare im Kopf. Wir können ganz viel. Nur beschränken wir uns im Alltag? Nein, auch das nicht mal. Also Sie sprechen mit Ihrer Mutter anders als mit dem Sohn. Sie sprechen mit dem Freund anders als mit einem entfernten Bekannten. Wir haben alle ein großes Repertoire. Wir müssen es nur aktivieren. Und dieses Aktivieren läuft über ganz viele, zum Teil wirklich so halbbewusste, unbewusste Vorgänge, dass diese Sprache dann nach oben kommt und plötzlich ist sie da. Plötzlich habe ich diese Worte, die ich eine Woche vorher nicht hätte. Etwa. 300 Seiten, Standard, Schwierigkeitsniveau, 2 bis 3 Monate. 4 Bücher im Jahr muss ich, sonst kann ich nicht davon leben. Das ist ja die Kehrseite. Ich werde pro Seite bezahlt. Und wenn ich deutlich weniger machen sollte, gibt es Schwierigkeiten. Spannend. Rima ist ja anscheinend dann alle paar Monate mit einem anderen Mann verheiratet. Oh. Kannst du dir nicht vorstellen, wie sie das genießt? Ja. Ja, aber als Leser dürfen wir natürlich dankbar sein, dass Sie so fleißig übersetzen und uns so Schätze wie die Werke von John Williams zugänglich machen und auch ein so tolles Buch wie Augustus für ins Deutsche übersetzen, erschließen und im Grunde hängt es ja auch an Ihrer Übersetzung, dass die Werke von John Williams zu Spiegel-Bestsellern geworden sind. Es ist der Roman, aber es ist eben auch der Übersetzer, der eine große Rolle spielt. Am Schluss steht immer der Dank und der richtet sich zunächst einmal, eigentlich richtet er sich zunächst an John Williams, aber den können wir an ihn nicht ausrichten, den Autor, der am heutigen Abend im Vordergrund stand. Aber wir können Ihnen, Herr Robben, einen ganz herzlichen Dank sagen dafür, dass Sie hierher gekommen sind. Danke für die Einladung. Gelesen haben, dass Sie dieses Buch übersetzt haben und auch in der Diskussion ein wenig über Ihre Tätigkeit als Übersetzer mit uns geteilt haben. Das übersieht man als Leser oft, wenn man ein übersetztes Buch liest, wie viel Mühe, wie viel Schweiß, wie viel Einsatz auch auf Seiten des Übersetzers, der Übersetzerin dann da hineingeht, bis das Buch dann auch in deutscher Sprache erscheinen kann. Also einen ganz herzlichen Dank Ihnen hierfür. Danke Ihnen.
Dann gilt, Maria Bastian Erl wird, dir, liebe Maria, wird zweimal gedankt. Zunächst ein Dank für die Lesung und die Moderation und das Gespräch mit Bernhard Robben. Ganz herzlichen Dank. Und der Dank, Sie dürfen auch klatschen. Also das ist der Dank setzt sich fort an die Musiker Justus Wilberg und Eva Fritz, die uns eine, ich vermute den meisten, wenig bis ganz unbekannte Musik nahegebracht haben, also die wahrscheinlich viele von uns jetzt mit höherem Interesse mal suchen werden. Was gibt es aus der römischen Zeit? Wir hören gleich abschließend noch ein Stück. Auch darauf freuen wir uns. Schön, dass Sie da waren und schön, dass Sie musikalisch den Abend bereichert haben und auch ein wenig über die Musik gesprochen haben und uns die Musik nahegebracht haben. Vielen Dank. Dann gilt ein ganz herzlicher Dank allen, die den heutigen Abend unterstützt haben. Da ist die NASPA zu nennen, die Verbandsgemeinde Wörgranshausen, der Herr Bürgermeister ist hier. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Es ist auch der Gemeinde Hilscheid zu danken. Es ist dem Hotel Zugbrücke zu danken. Und es sind jetzt seitens von Martin Ramp und mir als Vertreter von Denkbares den Kooperationspartnern heute Abend zu danken. Ihnen, lieber Herr Dr. Ciesielski, ganz herzlichen Dank dafür, dass wir mit Ihnen zusammen diesen Abend vorbereiten, planen und hier durchführen konnten. Dir, liebe Esther, auch ganz herzlichen Dank dafür. Und ein ganz großer Dank an dich nochmal, Maria. Ja, jetzt im Grunde im Rahmen oder für die Westerwälder Literaturtage. Und die tolle Kooperation in Sachen Denkbares Westerwälder Literaturtage. Wir hoffen auf und freuen uns auf viele weitere Veranstaltungen, sind aber erstmal dankbar für den schönen Abend heute Abend. Also auch hierfür. Ja. Und allen anderen vom Team, Tobias, Timo, Sie, ich weiß gar nicht, wie Sie heißen, Jürgen. Für die Akustik, also die guten Geister, die im Hintergrund, die man oft gar nicht so wahrnimmt, man nimmt sie immer dann wahr, wenn sie nicht da sind. Aber wenn sie da sind, sollten wir ihnen auch einen kleinen Applaus geben und danken dafür. Ich hoffe, ich habe niemanden vergessen, wir hören gleich die Musik, aber ich habe noch ganz viele vergessen, nämlich Sie alle. Nämlich Ihnen im Namen aller Kooperationspartner, Dr. Ciesielski, Maria Bastian Erl, Martin Ramp und mir und auch von Herrn Robben und den Musikern, was wäre ein solcher Abend ohne das Publikum? Hm. Daher Ihnen einen ganz herzlichen Dank. Schön, dass Sie hergekommen sind und kommen Sie gut wieder nach Hause. Vielen Dank. Genau. Es gibt noch eine Liste, auf der Sie sich eintragen können, wenn Sie weitere Informationen über Veranstaltungen wünschen. Dann gibt es auch noch die Möglichkeit zum Rundgang in der Sammlung von Herrn Dr. Ciesielski im Kunstraum am Limes, sowohl hier als auch gegenüber, nach dem letzten Musikstück. Und weitere Informationen über die Westerwälder Literaturtag und Denkbares finden Sie im Internet. Die Adressen stehen hier www.lit.de und www.denkbares.org. Und damit ist es die schöne Aufgabe, zum letzten Musikstück des heutigen Abends überzuleiten. Vielen Dank, einen schönen Abend Ihnen. Sei dynamis epikon.